Let's do my Make-up. Ihr habt es euch alle gewünscht und ich muss jetzt gleich zur Arbeit. Deswegen dachte ich mir, ist heute der perfekte Tag, um das zu machen. Wir machen jetzt ein Clean Girl Summer Make-up mit leichten Produkten, was jeder nachmachen kann. Und ja, ich fühle mich so schlimm, wie ich gerade aussehe. Stopp! Bevor ich jetzt weitermache mit mich eincremen, gibt es natürlich noch eine ganz wichtige Sache, die ich auch jeden Morgen mache. Natürlich meine Skincare-Routine zeigen, weil ich bin mir sicher, dieses Video sehen ziemlich viele Leute, die so rund um mein Alter, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht sind sogar so ein paar älter, aber ich bin mir sicher, es sehen ganz viele junge Mädels. Und das ist erstmal auch gut so, weil ich möchte auf meinem Kanal einfach ein Safe Space für alle Girls sein. Und dazu gehört auch das Thema Skincare bzw. Facecare bzw. was für Produkte benutze ich, wie oft benutze ich diese Produkte, kann das sein, dass ich von den Produkten ausschlage, kann das sein, dass mir die Produkte gar nichts helfen, welche Produkte bringen überhaupt was und welche sind gut und welche sind schlecht. Und weil das so eine riesige Frage ist, thematisieren wir die jetzt ganz kurz zusammen, wo ich noch ungeschminkt bin und dann seht ihr natürlich am Ende mein fertiges Make-up. Und zwar ist das hier die neue Skincare-Reihe von Beauty Mates. Erstmal haben die natürlich hammercoole Verpackungen, aber eigentlich ist ja das Wichtige, was da auch drin ist. Dieses neongelbe Teil tatsächlich einer meiner Lieblinge. Das Besondere an Beauty Mates ist natürlich, dass sie eine richtig krasse Qualität haben, die ganz viele andere Skincare-Produkte einfach nicht aufweisen können. Und das ist einfach faktisch so. Die meisten Skincare-Produkte sind einfach überhaupt nicht stark konzentriert und ich zeige euch das jetzt einfach mal, während ich die benutze. Denn das hier ist einfach dreimal die normale Stärke, die in den meisten Skincare-Produkten drin ist. Und ich komme auch gleich nochmal auf das gelbe Teil zurück, wie ich es gerade so liebevoll genannt habe. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie meine reale Skincare-Routine aussieht jeden Tag. Und zwar liebe ich es erstmal, mein Gesicht mit kaltem Wasser abzurinsen. Es ist einfach so ein gutes Gefühl, wenn man so ein frisches Gesicht hat, wenn man einfach auf so einem clean Gesicht starten kann. Und das erste Produkt, was ich heute benutzt habe, war das Hydration Boost Serum, auch von Beauty Mates. Da habe ich erstmal so ein kleines bisschen auf meine Hand aufgetragen, habe erstmal mal eingerieben und dann auch auf mein Gesicht. Und mir ist so aufgefallen, dass das irgendwie meine Haut absolut glatt gemacht hat. Also sofort. Ich weiß nicht, wie das geht und ich habe auch keine Ahnung von dieser ganzen Chemie, die da drin ist. Aber alle Produkte, die ich euch zeige, sind durch Studien belegt und auch made in Germany. Das ist mir einfach mega wichtig, dass wenn ich euch was zeige oder auch vorstelle, dass die Sachen dann einfach höchste Qualität haben. Und was ich noch ziemlich cool finde, man kann die ganzen Sachen mixen und matchen. Das mache ich jetzt auch so. Und ich trage den Clear Skin Booster zum Beispiel auf Stellen auf, wo ich es unbedingt brauche, beziehungsweise wo ich immer so ein bisschen Probleme mit Pickel und Poren habe. Das nächste ist aber was richtig Wichtiges für den Sommer. Und zwar habe ich hier dieses Sun Protect Drops und ich hasse ja Sonnencreme normalerweise. Aber das fühlt sich wirklich nicht an wie Sonnencreme. Das ist überhaupt nicht fettend. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Tagescreme. Und wenn man das einmassiert hat, man fühlt sich einfach gut, obwohl man diesen UV50 Sonnenschutz hat und man kann darüber einfach schminken. Es ist kein Fettfilm. Und man fühlt sich einfach krass und so glatt und schön sah meine Haut einfach direkt danach aus. Deswegen mit Matz 20, 20% auf die gesamte Kollektion. Das ist wirklich eine Empfehlung, die kommt von Herzen und ich sag's euch auch so, wie es ist. Die Produkte sind einfach mega schön. Und falls ihr noch nach der passenden Glow-Up-Skincare-Routine sucht, dann ist das hier definitiv die richtige. Auf jeden Fall seht ihr ja, im Video habe ich schon so ein bisschen angefangen, meinen Primer aufzutragen. Das ist so die unterste Stufe von meinem Make-up. Das ist auch so ein bisschen Make-up-mäßig, beziehungsweise nochmal ein bisschen Hydration, was dann noch auf mein Gesicht drauf kommt, damit ich dann auch eine schöne Foundation darauf auftragen kann. Und ich bin ja eigentlich gar nicht so der größte Foundation-Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich mag es, mein Gesicht mit Concealer voll zu schmieren, so viel, wie es eigentlich nur geht. Aber ich mag nicht so gerne Foundation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das fühlt sich immer so heavy auf meinem Gesicht an. Und ich mag es einfach nicht, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe 10 Kilo Make-up in meinem Gesicht, weil ich mich dann einfach nicht mehr so natürlich und so fühle, wie ich eigentlich bin. Ich weiß nicht, ob da viele mit relaten können oder ob ihr sagt, ich mag es einfach mehr, wenn ich mich stark schminke. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich total wenig schminke, aber für mich persönlich finde ich es einfach mega schön, wenn die Produkte einfach so ein bisschen dezenter sind und das Ganze vielleicht am Ende dann sogar so ein bisschen natürlich aussieht. Und der erste Schritt, den ich dann mache, wenn ich mich anfange sozusagen zu schminken, ist, dass ich mir dann so ein bisschen Concealer auftrage. Ich gucke, wo sind vielleicht Stellen, wo sind vielleicht noch ein paar Rötungen oder so in meinem Gesicht, die ich abdecken könnte. Und dann massiere ich das Ganze vorsichtig mit meinem kleinen Make-up-Ei, was mir total aufgefallen ist. Und das ist der Tipp an alle Baby-Make-up-Girls, also Leute, die noch nicht sich so lange schminken. Macht euren Make-up-Sponge davor nass.
So zieht das Produkt einfach viel schneller in eure Haut ein und es sieht am Ende so schön aus. Ich liebe das ja, wenn ich Concealer aufgetragen habe und plötzlich sind wie durch so Magic alle meine Augenringe weg und natürlich auch so ein paar kleine Pickelchen. Und ich finde, Concealer ist überhaupt das größte Glow-Up, was man irgendwie haben kann, finde ich ja immer so persönlich. Ich sage ja auch immer, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre und nur ein Make-up-Produkt mitnehmen könnte, dann wäre es Concealer. Aber ich denke mir auch immer so, das nächste, was ich noch cool finde, ist so Blush. Und das ist sogar schon der zweite Step sozusagen in meiner Make-up-Routine. Da habe ich den hier von Charlotte Tilbury und ich muss mir den auch, glaube ich, bald mal neu kaufen. Ich habe übrigens euch unten immer hingeschrieben, was das für eine Farbe ist, beziehungsweise was das überhaupt für ein Produkt ist. Also wenn ich es jetzt nicht explizit hier drin sage, müsst ihr einfach gucken. Manchmal habe ich es vorne direkt, wenn ich anfange, mir das Produkt aufzuschreiben, hingeschrieben, was es dann auch ist. Das mache ich übrigens auch mit einem Make-up-Sponge. Ich weiß, das machen viele mit einem Pinsel, aber ich habe so einen zweiten kleinen separaten Make-up-Sponge mit der einen Seite, die nur für Blush ist. Das ist die runde, dicke Seite. Und die andere, so ein bisschen spitzere Seite, ist für Cream-Bronzer. Momentan benutze ich gar nicht so viel Cream-Bronzer. Ich bin da momentan eher auf der Puder-Seite, aber ich habe mir das natürlich auch alles einmassiert und danach kommt das Setting für meine Augenbrauen. Ich male da tatsächlich gar nicht so viel rum. Ich bin momentan nicht so in meiner Phase, dass ich da irgendwelche Produkte reinmache, um die zu verdunkeln oder um aufzufüllen. Ich glaube, das ist für jeden so ein bisschen anders, aber ich habe eigentlich von Natur aus, und dafür bin ich jeden Tag dankbar, eine ganz gute Form, finde ich, die ich dann so ein bisschen hochbürste mit diesem Setting-Gel. Ich glaube, das ist einfach Wasser mit noch irgendeiner Sache und da habe ich diesen Ding umgeknickt. Nein! Scheiße. Auf jeden Fall muss ich das dann da wieder reinstecken und ich bürste meine Augenbrauen immer so ein bisschen hoch und nach links. Nicht nur nach oben, weil sonst sehe ich die ein bisschen verrückt aus. Aber dann benutze ich schon meinen Bronzer. Ich wusste nicht mehr, wie der heißt. Beziehungsweise man kann es auf der Verpackung nicht sehen, weil sich der Name immer so schnell ablöst. Und hier müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Also das müsst ihr wirklich gut mit einem Pinsel einmassieren, dass das nicht so aussieht, als wäre das fleckig oder strichig oder sowas. Und das probiere ich tatsächlich auf mein ganzes Gesicht so ein bisschen aufzutragen, aber so am meisten würde ich sagen, ist es dann doch auf meinen Wangen, wo ich dann so ein bisschen so einen Snatched Look mit erzielen möchte. Das heißt, dass ich einfach so konturiert aussehen möchte und gut aussehen möchte. Und ich massiere das dann tatsächlich so rein. Ich gebe das sogar tatsächlich noch über meinen Blush. Ich glaube, einige Make-up-Mäuse werden mich dafür bestimmt haten. Aber ich trage dann im Nachhinein nochmal Blush auf. Ich weiß nicht, ob man es dann auch sieht in diesem Video. Ich habe probiert, wirklich alle Schritte mit aufzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch drin gelassen habe im Schnitt, weil ich habe das Video, ich glaube, letzte Woche geschnitten, noch vor meinem Urlaub. Und jetzt gerade bin ich in meinem Urlaub. Und bald kommen auch Urlaubsvlogs. Und es ist so cool hier. Es ist wirklich so schön. Ich bin ja in Japan, um genau zu sein, in Tokio und auf so einer kleinen tropischen Insel. Und auf Instagram könnt ihr mal vorbeischauen, da habe ich tatsächlich schon ein paar Beiträge dazu gepostet. Da heiße ich im Übrigen nicht wie auf YouTube und auf TikTok einfach Mats, sondern da heiße ich ZZ Madeleine, Madeleine geschrieben. Also das ist mein echter Name. Hier musste ich einmal kurz checken, weil ich habe tatsächlich meine Handykamera, also wirklich nur meine Kamera als Spiegel benutzt. Hinter mir ist ja so ein großer Spiegel. Ich probiere jetzt im Übrigen auch so mein kleines Videoset, was ich mir hier so aufgebaut habe. Oder überlege ich, ob ich das vielleicht irgendwie noch umbaue. Und ich bin ja momentan eh in meinem Zimmer-Makeover, was ich natürlich gerade nicht verfolgen kann, weil ich im Urlaub bin. Und es ist mega schwer, da was zu planen. Ah, aber ihr seht es jetzt. Vorhin habe ich darüber gesprochen, ich benutze dann doch nochmal Blush. Und das gibt nochmal diesen extra Glow. Wisst ihr, was ich meine? Und das andere war tatsächlich ein kleiner Highlighter, auch von Charlotte Tilbury. Ich finde, Charlotte Tilbury hat die besten Highlighter. Könnt ihr euch mit der Wand streiten. Aber ich habe schon viele Highlighter ausprobiert. Und ich bin überhaupt kein Fan von mega teuren Produkten oder so. Oder einfach High-End-Make-up-Produkten. Wobei ich nicht mal unbedingt denke, dass Charlotte Tilbury High-End ist. Wobei ich schon denke, dass es im oberen Preissegment ist. Aber ich finde, für Highlighter und Blush gebe ich gerne etwas mehr Geld aus. Und deshalb habe ich diese beiden Sachen auch. Und benutze die auch tatsächlich ziemlich oft. Und man denkt, da ist gar nicht so viel drin in der Verpackung. Aber da ist eigentlich doch schon ziemlich viel drin, auch wenn man es vielleicht nicht ganz so sieht. Aber ich kaufe keinen Blush und auch keinen Highlighter mehr aus dem DM, Rossmann oder sonstigen Drogerieläden, weil ich einfach finde, dass sie nicht die Qualität haben, die Sachen haben, die vielleicht das Doppelte oder das Dreifache kosten, aber genauso lange halten und viel besser aussehen. Was ich aber immer aus der Drogerie kaufen werde, ist dieses Setting Spray und das ist ein Setting Spray von Maybelline New York. Ich habe verschiedene Setting Sprays und das hier ist tatsächlich eins
meiner Lieblings-Setting-Sprays. Das sieht immer so ein bisschen weird aus, wenn man sich das gerade aufgetragen hat. Und ich weiß auch nie, wie viel Setting-Spray genug ist. Also ich glaube, ich übertreibe da immer so ein bisschen mit. Aber wenn das dann eingezogen ist, fange ich an mit meiner Mascara, die Go Colossal Extreme Mascara von Maybelline New York. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich finde, Mascara macht den größten Unterschied im Gesicht. Also alles andere natürlich verändert so ein bisschen was. Meine Features, aber das ist das Krasseste. Und hier wollte ich so eine coole Transition machen, habe dann aber vergessen, das anders zu schneiden. Naja, was soll's. So sehe ich dann fertig aus. Fertig geschminkt, so sieht mein Make-up aus. Und jetzt kommt eine kleine Make-up-Tour, weil warum auch nicht. Ich möchte euch im Übrigen einmal ganz kurz reminden, dass diese Skincare, ne, die war so krass. Und ich habe die ja jetzt immer noch drauf und die ist so gut. Ich habe die mit in den Urlaub übrigens genommen. Könnt mit dem Code MATZ20 20% auf alle Produkte von denen sparen. Und ich weiß, das ist Werbung, aber das ist ernst gemeinte Werbung. Und viele Leute, ich glaube, machen Werbung einfach für alles andere, aber das wirklich, weil ich davon überzeugt bin. So, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonnieren auch nicht vergessen, dass ihr mein Video von allem, wie ihr es geklickt habt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Kakao. Love you.